Willkommen zu einer neuen Folge von Gardero TV. Heute geht es um Gartenzäune, jedoch eher um Zäunchen, die oft in Vorgärten zu sehen sind. Jedoch sind diese einfachen Standardzäunchen hier nicht wirklich hübsch, geschweige denn stabil. Einmal mit einem Fußball dagegen geschossen und schon fällt eine Latte ab. Was wir aber enorm schön finden, sind diese 45 mm dicken und robusten Zäunchen. Die sind in den Höhen 70, 90 und 110 cm erhältlich und sind unglaublich schön anzusehen im Vorgarten. Da unser Zäunchen aus glattgehobelten Hartholz besteht, sollte der Pfosten ebenfalls elegant wirken. Daher nutzen wir hier einen Pfosten aus Bankierei. Den haben wir ungefähr 70 cm in den Boden gesetzt. Schnellzement wird hier nicht benötigt, da der Zaun recht offen und niedrig ist und somit starker Wind kein großes Problem darstellt. Befestigt wird der Zaun mit 40x40 mm Winkeln, jeweils oben und unten. Der Zaun ist insgesamt 180 cm breit. Da das Holz arbeitet und wir die Winkel problemlos anbringen möchten, wird der Abstand zwischen den Pfosten auf 180,5 cm gesetzt. Des Weiteren habe ich einen weiteren Balken genommen, um zu kontrollieren, dass beide Pfosten auf einer Höhe sind. Mit der Wasserwaage ist es dann einfach zu kontrollieren und man kann gegebenenfalls noch Anpassungen machen, sollte es nicht ganz passend sein. Die Winkel werden als erstes mittig an den Pfosten festgeschraubt und zwar so, dass der Winkel nachher auf der Rückseite vom Zaun ist. So kann man es von der Sichtseite aus nicht sehen und es sieht so besser aus. 4x30 mm Schrauben sind hier vollkommen ausreichend. Bevor nun der Zaun angeschraubt wird, kontrolliere ich, dass es auch in Waage ist. Mir gefällt es, wenn Pfosten und Zaun auf gleicher Höhe sind, aber das ist natürlich Geschmackssache. Auch hier sind 4x30 mm Schrauben ausreichend. In unserem Sortiment können Sie auch schmalere Zäune finden, die als Gartentürchen geeignet sind. Dieser fertige Zaun ist 100 cm breit und ist in den Höhen 70 und 92 cm erhältlich. Wenn Sie aber nun ein breiteres Türchen haben wollen, zum Beispiel 90 oder 110 cm, gibt es eine einfache Lösung. Das Schöne bei den Standardmodellen von 180 cm ist, dass man die einfach auf das passende Maß sägen und so individuell es sich gestalten kann. Nun möchten wir zu unserem Zaun auch noch ein Türchen einbauen. Es gibt dazu mehrere Möglichkeiten bzw. mehrere Scharniere, die genutzt werden können. Zum einen mit einem Versatz, sprich es hat einen kleinen Knick. Die zweite Variante ist die komplett gerade Variante und die dritte mit einer größeren Ausbuchtung. Bei der letzten Variante würde man es dann von vorne sehen können, jedoch finde ich es schöner, wenn die Türbänder an der Rückseite montiert sind. Ich werde in unserem Beispiel ein Türband mit Versatz wählen. Da wir hier diese Kloben anbringen werden und diese mittig am Pfosten montiert werden, kann ich sicher sein, dass das Türchen auch komplett geöffnet werden kann. Damit die Türbänder nun befestigt werden können, müssen die Löcher vorgebohrt werden. Im ersten wird eine Schlossschraube verwendet und in den drei anderen jeweils eine Sechskantschraube und mit einem 13er Ringschlüssel festgezogen.
gaat de slotbout. En in de rondjes gaan de houtdraadbouten. Wij hebben ook deze sets ook kant-en-klaar laten kopen bij Gadero. Dat noemen wij een poortbeslagset. Wel zo makkelijk. En die ga ik nu vastdraaien met sleutel 13. Der Kloben wird nun mit einer 4x50mm Schraube an den Pfosten montiert. Ungefähr in der Mitte von der Paal platzen wir den Daumen hin. Damit unser Türchen nicht durch den Wind auf- und zugeweht werden kann, wird noch ein Riegel mit 4x30mm Schrauben montiert. Längere Schrauben sollten hier nicht verwendet werden, da die andernfalls auf der anderen Seite herauskommen könnten. In der heutigen Folge konnten Sie nun sehen, wie wir diese kleinen Zäunchen aufgebaut haben. Man sieht, dass diese Variante nicht nur besser aussieht, sondern auch viel stabiler ist als die herkömmlichen Standardmodelle, die so zu kriegen sind. Wenn Sie alles nochmal in Ruhe nachlesen möchten, dann gehen Sie auf gadero.de/tv und klicken auf diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.